Ja, hallo und herzlich willkommen hier wieder zurück bei New World. Wir geben jetzt ganz kurz dann gleich unsere Aufgaben hier ab. Ein Heilungsstab, der schon mal sehr schick. Bei der Grace geben wir, glaube ich, die Hauptaufgabe ab. Jawohl. Freigeschaltet Platz für Verbrauchsgegenstände und ein Haus. So, schick. Schick, schick, schick. Jetzt gehen wir mal ins Inventar und gucken mal nach, was wir so Schönes hier alles bekommen haben. Ich hoffe nur Gutes. Tatsächlich, die Schuhe sind schlechter. Aber hier plus 1 Stärke und plus 1 Konstitution. Ich würde dann doch nehmen. Die sind halt hier. Naja, doch nicht so gut zerlegen. Wir haben jetzt zwar jetzt hier die ganzen grauen Dinger hier. Speere, Donnerbüchse, die Sachen zerlegen wir hier alle, weil das brauchen wir alles nicht. Die Schuhe sind zwar ganz schön, aber sind halt nicht wie die anderen. So, wir gucken mal weiter hier. Oh, wir haben ja was zum Lernen. Gitarre. Wir können hier auch Sachen erlernen, wie Sachen spielen und so. Hier ist ein... Okay, dann das Schild hier braucht eigentlich jetzt nicht, aber okay. Dann mal gucken, wo wir weiter müssen. Wo sind wir denn? Wir müssen jetzt hier zum Minister runter. Einfach nur den Weg folgen. Und wir können unsere Attribute erhöhen. Um 3 Punkte, das ist auch schon mal schön. Was machen wir jetzt? Gesundheit können wir eigentlich gut gebrauchen, aber Stärke natürlich auch. Das ist halt die Frage, was nehmen wir? Stärke brauchen wir auf jeden Fall. Vorübergehend jetzt erstmal für das Level nehmen wir die Stärke. Und dann für das nächste Level nehmen wir etwas anderes. Rapier. Wir können ja mal ein bisschen mit unserem Rapier hier nochmal kämpfen. Der ist ja noch nicht so aufgelevelt hier, der Rapier. Ihr seht selber, der zeigt hier nicht so wirklich gute Wirkung. Ah, da ist ja noch mal einer hier versteckt. Ja, Rapier ist nicht schlecht so an sich. Erstmal was essen und weiter geht's. Aua. Ich bleib doch bei meiner Axt. Wir laufen mal wieder querfeld ein, da wo wir hin müssen, wie immer. Und unterwegs nehmen wir den Baum mit. Wir wollen ja auch schließlich hier unsere Fertigkeiten auch hier erhöhen. Hier ist hier ein dicker Wald hier. Die ganzen Materialien, die ihr alle danach sammelt, könnt ihr dann natürlich danach halt alle verkaufen. Wir lassen uns ja erstmal dieses Kapitel nicht so schnell hier los. Die himmlische Schildwache. Das Ganze wird dann natürlich nachher noch schlimmer. Die lassen wir alle mal da, wo sie sind. Ich bin relativ froh, hier mit der Axt hier durch die Gegend zu kämpfen zu können. So. Jetzt sind wir in Antares angelangt. Ja, dass der mich so weit sieht, ist mir auch ein Rätsel. Geblockt und einmal zack und einmal zack. Jawohl. Mal ein kleines Futter nebenher.
Wir müssen uns auf jeden Fall noch ein bisschen beeilen hier, noch ein bisschen laufen. Ja, das ist blöd, wenn die einen immer hier so weit sehen. Das gefällt mir hier eigentlich relativ gar nicht. Wir müssen uns hier ein bisschen verdeckt halten hier. Ein Magier. Wir müssen auf jeden Fall nach da oben. Der Vollstrecker ist hier wieder mit am Start. Super. Wir müssen nach da hoch. Und da hinten seht ihr es ja auch schon, die Eins, die da leuchtet. So, wir klettern mal jetzt hier hoch. Das ist halt das Chillige an dem Spiel, man kann hier halt wirklich hochklettern. Oh, das ist ja hier auch interessant mit Laser. Ich gucke gerade, ob wir hier vielleicht irgendwie ein bisschen cheaten können. Dass wir das Ganze hier umgehen können. Ja, vielleicht ist möglich, vielleicht noch nicht. Wir probieren es einfach. Dann war er nicht möglich, dann gehen wir auf den Weg hier hoch. Ja, manchmal funktioniert es, manchmal kommt er da hoch. Ja, wie gesagt, der kommt hier wirklich manchmal hoch. Okay, dann geht es hier nicht hoch. Müssen wir wohl oder übel hier unten lang? Müssen wir die Herausforderung des Tempels hier annehmen? Ich überlege gerade mal, was jetzt hier kriechen war das hier. So, ganz vorsichtig kriechen hier. Fertig, aber jetzt können wir hier endlich hin, wo wir hin wollten. Halbwegs zumindest mal. Ja, zum Glück haben wir gute elementare Abwehr, dass uns der Magier hier nicht allzu viel Schaden hier hinzufügt. Und das ist schon der nächste hier, der braucht ja gar nicht aufstehen. Wir haben hier gleich unseren Tempel hier erreicht, wo wir hinwollen. Entweder ist es hier oben oder ist hier unten, aber hier geht es ja gar nicht weiter, wie ich sehe. Ist ja ein bisschen blöde. Wir gehen mal kurz außen rum. Okay, das ist dann doch da hinten. Ja, super, jetzt sind wir hier. Ah, oh Mann. Da ist jemand. Eine Hexerin. Machen wir hier nicht, geh bloß fort. Himmlische Hexerin. So, genug für heute. Sprich mit Grace. Dann müssen wir wieder raus. Irgendwie müssen wir wieder einen Ausweg finden. Ja, das war mir klar, dass du jetzt hier rausgekrochen kommst. So, hier ist Ruhe. Die Truhe nehmen wir mit. Wir könnten uns hier theoretisch mal im Inventar hier mal langsam auch mal Getränke hier, Gesundheitstrank hier einrichten. So. Jetzt haben wir hier auf 4 und 5 Gesundheitstrank, das ist schon mal wichtig. Was ist das? Können wir leider auch nicht aufsammeln. Aber hier lag noch was, das würde ich noch gerne mitnehmen zum Tagebuch. Magier, den nehmen wir auch noch mit. Jawohl.
gefangen. So, die Grace war ja hier irgendwo da hinten. Jawohl. Ich stand hier ganz nah hier bei denen. Aber die stand vorher nicht da. Also ich kann mich erinnern, die hat hier vorher nicht gestanden. So, die Aufgabe wurde erfüllt. Herzlichen Glückwunsch. So, triff dich mit der Ritterregnerin Chinche und plan den Bauernhöfen. Oh je, meine. Ja, meine Lieben, da müssen wir auch eine Weile runterreisen. Das ist einfach nur die Straße hier rein. Schnellreise nehmen wir mit. Und dann gehen wir hier mal hin, was das hier sein soll hier. Dann müssen wir gucken, wie wir hier wahrscheinlich hier durchs Dorf durchgelangen. Das machen wir auf jeden Fall dann jetzt. Laufen wir auf jeden Fall jetzt mal hin. Wo ist es denn jetzt hier? Müssen wir hier jetzt die Straße weiter runter, jawohl. Oh, hier hat es auch Wildschweine, das ist ja mal was ganz was Schönes hier. Nehmen wir auf jeden Fall mal das Wildschwein hier mit. Ein bisschen Fleisch schadet nie. Wir sind ja schon 14, also ja, jetzt aber. Die Mobs passen sich, also die Quests sind immer den Mobs angepasst, dass sie immer ein, zwei Level unter dem eigenen sind. Ah, da ist er auch noch. Das sieht ja auch eklig aus hier. Mauerbruchgesindel. War mir schon klar, dass sie hier die Truhe beschützen wollte, aber die nehme ich jetzt. Jawohl. Und weiter geht's. In das Haus können wir auch nochmal reingucken. Vielleicht hat sie ja da auch noch. Da sind aber zwei Stück drin. Eine oben, eine unten. Oben war noch einer. Ja, dass die immer hier alle an den Vorratskisten hocken, ist mir klar. So. Streitachs Stufe 6 ist ja auch schon mal schön. So, wir haben hier alles geplündert. Wir setzen unsere Reise fort, wo wir eigentlich hier hin wollten. Wir können theoretisch einfach auch, glaube ich, querfeldein gehen. Ja, querfeldein geht auch. Machen wir auch. Sofern uns hier nicht wieder irgendwas erschreckt. Oh, schaut mal da. Ein Hirsch. Solche Hirsche könnt ihr mit dem Bogen erledigen. Hier sind wieder Wölfe auch. Die soll entweder will jetzt mal erschrecken hier. Ah, hier gibt es nichts, okay. Dann spazieren wir mal weiter. Wenn man genau hinhört, hört man hier auch die Wölfe heulen. Jetzt, wir müssen erstmal die Schnellreise aktivieren. Schnellreise seht ihr schon sofort an diesem blauen Lichtstrahl, der von hier mitten in den Himmel reinragt. Den nehmen wir noch mit und dann setzen wir die Kampagne fort. Ganz wichtig, immer die Schnellreisen einsammeln, ist auch gleichzeitig euer Respawn-Punkt. Das hilft immer ungemein. Jawohl. Dann hier wieder zur Karte hinzufügen. So, jetzt können wir hier theoretisch einmal um den Block rumlaufen. Und wir gehen einfach hier über die Mauern. Hoppa! Schwuppsdiwupps. Ach, das war jetzt hier. Okay. Ja, das ist der Bauernhof mit diesen komischen, ekligen Viechern hier. Ja, genau.
was auch immer das sein soll hier, irgendwelches Ungetüm da. Der verseuchte Bauernhof. Müssen wir erstmal hier unsere Questgeberin finden, wo die sich denn hier versteckt hat. Mit der Ritterin. So. Jawohl, haben auch erfüllt. Sehr schön. So, Stufe 16 sind wir schon angekommen. Das geht ja wirklich nicht schlecht. Also geht hier auch richtig gut. Jawohl. Und dann würde ich mal sagen, meine Lieben, ersetzen wir doch das Ganze in der nächsten Folge dann fort und verteilen unsere Skillpunkte.